Nicht so langsam! Schwarze Eingang, hoch! Du kannst ja gar nicht wissen, ob das das Ohr vom Steckenbiller ist. Sag mal, hast du dem da unbedingt Bescheid geben müssen? Ja. Über Anwesende spricht man nicht in der dritten Person. Was hat er denn schon wieder, der Rudi? Der hat bloß Angst, dass er seine Belohnung nicht kriegt. Was hab ich gerade gesagt? Stichwort dritte Person. Franz, was machst denn du da für einen Aufriss? Muss das sein? Du, stell dir vor, mein kleiner Vermisstenfall hat eine spektakuläre Wendung genommen. Ja, und zwar in Richtung Kapitalverbrechen. Dem Franz ist ein Ohr zugeflogen. Und das könnte das Ohr vom Steckenbiller sein. Könnte. Franz, ich versuche gerade den Unique Sailing Point von Niederkaltenkirchen zu finden. Und du veranstaltest da ein Riesenbrimborium wegen einem einzigen Ohr. Ich hab's ihm eh gesagt. Noch ein Wort und ich verweise Sie des Tatorts. Wo so ein Ohrwaschel ist, ist meistens noch mehr. Ja, aber vielleicht gibt es auch eine ganz unspektakuläre Erklärung, warum hier so ein Ohr herumliegt. Ja, und zwar die, dass der Rest von dem Mensch da irgendwo rumflackt. Ja, aber vielleicht ist es auch was ganz Alltägliches. Zum Beispiel Dings. Hä? Zum Beispiel, es ist ein rechter Schmarrn, was du hier veranstaltest. Ey, mein, der Susi hat ja ganz schön Feier unterm Arsch. Mhm. Wenn du nicht aufpasst, dann hast du bei dir bald nichts mehr zum Melden. Ey, Fabi, komm, zieh mal. Sag mal, es Rotpippen! Bist du komplett angerannt? Das ist ja ein Corpus Delicti. Fund! Fund! Das ist ein Leichenteil. So, wie geht's, mein Schäfchen? Ist doch alles in Ordnung, gell? Herr Bürgermeister, gar nichts ist in Ordnung. Der Kindergarten muss dringend erweitert werden. Die Planungen für die Spielstraße gehen überhaupt nicht voran. Und ich habe mir die Übernachtungszahlen der letzten Jahre angeschaut. Es ist dramatisch. Dramatisch? Ja. Niederkaltenkirchen ist touristisch der totale Underperformer. Sie, Frau Dings, das ist ja alles gut und schön, dass Sie sich als stellvertretende Bürgermeisterin... Die extra von mir gegründete Taskforce Social Media und Public Image hat einen super Vorschlag erarbeitet, wie wir das Niederkaltenkirchen der Zukunft touristisch attraktiver gestalten können. Wir machen mit beim Wettbewerb Schönster Kreisverkehr Bayerns. Na, das machen wir ganz bestimmt nicht, Frau Susi. Was soll denn das bringen? Oh, oh. Ich höre Sie überhaupt nicht mehr. Wir alle hören Sie überhaupt nicht mehr. Also, den falls Tod Sie uns noch hören, gute Besserung und bis bald. Schlechte Verbindung. Schade. So. Riragu hält sich gut in Erinnerung. Wie meinst du jetzt das? Ich zieh zum Moos haben wir ein bisschen. Und wer kocht und wer wäscht ab? Ihr. Wir? Wir! Wenn ihr die Oma besser behandelt hättet, wär's gar nicht so weit gekommen. Ha, die Kinder was erleben. Dann mach ich einen Führerschein. Führerschein? Jetzt geht's komplett. Oma! Sag mal, Burschel, jetzt meine ich, hast du wirklich einen Fall. Pauli, ich bin der Onkel Rudi. Kenn ich aber nicht. Mir gefällt dir das, du kleiner Perversling. Weißt du, wer heute im Kindergarten war? Und aus Perversien. Aus Perversien? Welche heiße Spur führt dich in unseren Kindergarten? Das hängt in jeder Tankstelle von Papis Garmisch. Wir gehen hier nicht weg, bis Sie meinen Schwiegervater suchen lassen. Wo so ein Ohrwaschel ist, ist meistens nur mehr. Was soll denn das sein? Ich muss ein Stellvertreter benennen. Sie machen das. Ich? Wir können jetzt den Männern zeigen, wo der Rubel hängt. Super. Hans? Ja, mei, ich weiß auch nicht. Wenn die Frau karrieremäßig an dem Mann vorbeizieht, dann ist der Eheofen aus. Wir sind für keine Wärmestube, gell? Sag mal, brennt dir der Hut, du Aufgagel, die Mist? Dann muss ich mir das sagen lassen von so einem grintigen Zwetschgenmantel, wie dir da hat der Mauer das Loch lassen. So ein Mann ist ein hochsensibler Mechanismus. Du streichelst die ganze Zeit dein Handy. Das ist ein Spiel, ich muss die 5 Minuten am Tag streichen. Wo kommt denn der plötzliche Graben her? Leck mich am Arsch! Aber sowas von am Arsch lecken! Sag mal, spitzt du! Auf geht's! Bitte nicht in die Güllegrube! Sag dir einfach, es wäre Fango! Warum fotografiert sie ein Bier? Instagram! One Like hab ich schon! Ein Like mich doch einfach am Arsch!